Willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ja, ich bin mal wieder kurz im Hexenlook. Ich bin aber dermaßen am Schwitzen, weil heute gefühlt irgendwie 30 Grad sind. Meine Kontaktlinse spinnt schon seit gestern. Ja, ich ziehe mich jetzt erstmal um und dann erzähle ich euch, was Phase ist. Hello, schon an einem Dienstag. Ich wollte ja eigentlich gestern noch mit euch quatschen, aber war einfach not possible. Ja, der Sonntag war ich ziemlich müde und... Oh toll, ich muss mir müde sagen und bin schon am Gehen. Und wir haben ja D&D gespielt, aber ziemlich im Eimer so richtig. Und irgendwie alles war unangenehm. Meine Linse hat gejuckt, dann haben meine Klamotten gejuckt und so. Ich habe mich einfach super unwohl gefühlt und dieses Gefühl, damit bin ich leider auch in die Woche gestartet. Ich denke mal, es ist PMS, weil ich sonst halt nichts habe, aber mir geht's halt schlecht ohne Grund. Kann nur PMS sein. Deswegen versuche ich mich da aus dem Loch selbst rauszugraben, weil nur so schafft man es raus, meiner Erfahrung nach. Und ja, dann habe ich gestern halt noch meinen ganzen Kram fertig gemacht, E-Mails gemacht. Ich war dann noch filmen, dann war ich noch einkaufen und sowas. Ja, und ich mir ist aufgefallen, dass ich hier auf YouTube noch gar nicht die große Verkündung gemacht habe. Ich werde ein Bookjournal rausbringen. Und zwar im Januar 2023 bei Dressler, also bei Oetinger, im gleichen Verlag wie Cornelia Funke. Und freue mich da schon richtig, richtig hart drauf. Es wird super schön, ich habe das auch schon alles fertig. Wir rätseln halt gerade so ein bisschen, wie wir es covermäßig machen wollen. Das hier ist der Entwurf, den habe ich ja auch auf Instagram mit euch geteilt. Und da solltet ihr mir mal eure Meinung zu schreiben. Und ich bin auch der Meinung, genauso wie die meisten, dass wir es doch ein bisschen neutraler halten sollten. Ich fand es eigentlich so voll schön, voll gut. Na klar, ist noch nicht fertig und so, ne? Aber fand die Idee eigentlich ganz cool. Aber viele haben halt gesagt, sie möchten lieber ein Mein-Journal draus. Und es sähe so aus, als wäre das ein Lea-Journal, wo halt alles schon fertig drin ist. Und das soll es natürlich nicht sein, was so ja euer Journal sein. Ja, also gehen wir da auf jeden Fall nochmal dran. Aktuell bearbeite ich ein bisschen Bilder und muss ein paar Sachen für KundInnen fertig kriegen und gucke dabei ein bisschen Critical Role. Also was heißt gucken, ich höre. Ja, und ansonsten, ich war gestern noch mega kaputt, habe nur da gelegen, habe ein bisschen Serie geguckt und so. Heute haben wir ein Treffen für Spelljammer nachher und Donnerstag und Freitag fahre ich zum Kumpel. Das heißt, ich muss gucken, dass ich bis morgen alles fertig habe. Toi, toi, toi. Ja, und ich hatte auf Twitter überlegt, ob ich vielleicht demnächst Instagram-Coachings anbiete für AutorInnen und auch für BloggerInnen. Ja, mal gucken, wie da das Interesse ist. Also ich muss einfach mal schauen. So, jetzt haben wir wieder einen Reality-Check. So sehe ich nach dem Sport aus. Rot wie eine Tomate und total geschwitzt. Ich möchte nämlich jetzt wieder anfangen langsam. Ich habe ja ganz lange nicht gemacht, weil... ich ja ein frisches Tattoo gestochen bekommen habe. Dann habe ich mich nicht getraut und ja, jetzt möchte ich wieder ein bisschen anfangen und ein bisschen mehr wieder darauf achten, was ich so esse und so. Weil ich nämlich gestern schon wieder festgestellt habe, dass ich in eine Hose, die ich mir letzten Sommer bestellt habe, nicht mehr reinpasse. Und es ärgert mich halt einfach. Ich möchte gerne diese Klamotten tragen. Also versuche ich jetzt noch ein bisschen mit Sport und Ernährung das Ganze wieder hinzukriegen ohne Stress und so. Also ich nehme euch wie immer mit auf diese Reise, was da auch immer passieren wird. Ich gucke jetzt einfach mal, bis ich wieder in die Hose passe und dann höre ich auch wieder auf. Ihr wisst, ich hasse Sport, aber es geht, wenn man so Sachen macht, die einem halbwegs Spaß machen. Ich mache mit Kira Pro immer die Dance-Workouts. Ich habe jetzt das Hamilton-Workout gemacht, auch nur eine Viertelstunde, weil mehr schaffe ich das am Tag nicht. Aber naja, ich probiere mein Bestes. Moin an einem... Was haben wir heute? Mittwoch. Boah, ey, ich bin so gerädert, ne? Also, I woke up like this. Ja. Ich habe momentan wieder nur krasse Albträume. Es ist so heftig einfach. Diese Nacht geträumt, ich würde irgendwie verfolgt werden. Dann das ist voll der komplexe Krimi. Und ich habe noch selber gedacht im Traum, boah, was eine coole Story für einen Krimi. Und dann auch noch sowas wie, das Buch ist doch vom Fitzek. Ja, keine Ahnung, aber ich wache dadurch halt dann auch immer tausendmal auf, ne? Weil immer wenn halt was Schlimmes passiert, wache ich halt auf, beziehungsweise wecke mich halt selbst aus dem Traum, ne? Und das ist halt einfach heftig, wenn man dann
gar nicht zum Schlafen kommen. Ich habe jetzt irgendwie diese Nacht, glaube ich, wieder 8, 9 Mal war ich wach, darunter halt 2 Mal mit Toilettengang. Aber ja, ich muss einfach wieder vernünftig schlafen. Ich krieg einfach keinen vernünftigen Schlaf mehr hin. Jetzt am Montag war es auch richtig heftig. Da war ich super müde, bin auf der Couch eingeschlafen. Sobald ich im Bett lag, konnte ich nicht mehr pennen. Und das hat dann wirklich auch irgendwie 1,5 Stunden gedauert, bis ich eingeschlafen bin. Dienstag war es ein bisschen anders. Da bin ich auch fast auf der Couch eingepennt. Aber ich hatte mich dann schon komplett bettfertig und sowas gemacht und einfach nur ins Bett gelegt. Und da war ich dann innerhalb von 1/4 Stunde, glaube ich, eingeschlafen. Gestern habe ich halt auch wieder irgendwie, ja, 45 Minuten, Stunde oder sowas gebraucht. Naja, und ja, ich trage seit 3 Tagen das gleiche Gammelshirt. Es ist einfach warm. Es ist gerade das einzige Shirt, das einigermaßen nicht schwitzig ist. So, wir haben jetzt gleich 13 Uhr und ich mache mir jetzt gerade ein Mittagessen mit einem kleinen Salätchen, weil ich einfach mega Hunger habe und mein Magen schon hier voll am Grummeln ist. Ja, ich habe jetzt schon geschafft, mein Video zu schneiden für heute. Das war irgendwie voll der Akt. Es hat ewig gedauert, weil es auch echt ein großes Video ist für euch. Geht um die Neuerscheinungen, die jetzt halt so im Herbst kommen. Ja, und ich bin einfach nur happy, dass das jetzt erledigt ist. Und jetzt kann ich mit den ganzen anderen Dingen weitermachen, die halt noch auf der To-Do-Liste stehen, weil meine To-Do-Liste ist halt immer noch mega lang und es macht mir mittlerweile ein bisschen Stress, dass ich halt in den nächsten Wochen quasi gar keine Zeit habe, so wahnsinnig viel zu arbeiten, weil ich nämlich ja dieses Wochenende einen Kumpel besuche. Das heißt, ich bin morgen und Freitag nicht im Office. Dann ist die Sache, dass nächste Woche wir Forentreffen haben. Da bin ich dann auch Donnerstag. Donnerstag und Freitag nicht im Office. So, danach die Woche ist Rock am Ring. Also die nächsten Wochen bin ich halt immer nur 3 Tage im Office und das ist halt richtig schlimm für mich, weil ich das Gefühl habe, dass ich nichts schaffe. Was natürlich nicht stimmt. So, ich bin jetzt hier zu Hause und ich habe massig Post bekommen und mache die natürlich mit euch zusammen gerne auf. Okay, diese Folie eingepackt. Das bedeutet immer Glas. Eine Postkarte aus der Bretagne. Ja, musst du erstmal lesen, okay? Hey, liebe Lea, wie schön, dass ich dich mit Cleos Geschichte in die wilde und wunderbare Bretagne entführen darf. Oh. Ich kann selbstgeschriebenes immer noch sehr schwer lesen. Oh, wie süß. Das ist zum Die Liebe fliegt, wohin sie will von Franziska Jebens. Und das ist persönlich von Franziska geschrieben. Richtig niedlich. Oh, das ist ein Kästchen. Und natürlich The Book. Oh, mega schön. Voll die gute Idee. Ja, und dann hast du hier so ein Kästchen drin. Das ist Muschel. So ein kleiner Hut. Im Garfield aufziehen. Dann passend, ne, zu dem Cover die Schmetterlinge. Finde ich sehr süß. Und Kekse ist immer sehr gut. Und ist das Fleur de Sel. Ich habe gerade überlegt, ob es Badesalz ist oder Fleur de Sel. Aber Fleur de Sel finde ich noch besser. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Franziska und DTV. So, das nächste ist von Ars Edition. Was ist das? Ach, Gute-Nacht-Geschichten für Katzenfans. Süß.
Ach, das ist so niedlich. Das sind Katzengeschichten. Ja, zum Einschlafen halt, ne? Und dann mal wieder mit so Sprüchlein drinne. Vielen, vielen Dank, Ars-Edition. Hier was von Bastei Lübbe. Das ist von der Blogger-Jury. Oh, einfach ein Dankeschön. Das ist ja nett. Voll süß. Der Block und das Lesezeichen bestehen aus Samenpapier. Wenn ihr diese also in einen Topf mit Erde oder draußen im Garten auf eine Wiese pflanzt, werden euch nach einiger Zeit an dieser Stelle wunderschöne Blumen begrüßen. Das finde ich cool. Es ist noch ein Stift dabei und zum Block und diese Lesezeichen. Ja, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielen Dank an die Blogger-Jury. Richtig süß. Ah, ich kann nicht vergessen, dass der zweite Teil von Tessa Tjagvart. Sehr cool. Dankeschön, Saga. Das ist aber lieb, dass ihr mir den zweiten Teil auch zuschickt. Das ist von The Female Company. Die haben mich nämlich gefragt, ob ich mal Lust habe, die Periodenpanty zu probieren. Und das finde ich ganz cool. Ist auf jeden Fall eine coole und nachhaltige Geschichte. Und deswegen habe ich gesagt, ja klar, schick's mal zu, ne? So sieht das Ding aus. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das wird. I hope your day is as nice as your butt. Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Finde ich cool. An einem Sonntag. Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause. Ich war noch tagsüber bei einem Kumpel, weil wir nämlich Bock am Ring gesprochen haben, was ja auch schon wieder in 2 Wochen stattfindet. Naja, jedenfalls haben wir uns nochmal getroffen für Rock am Ring, um nochmal zu besprechen, wer was mitnimmt und so war. Es war auch ganz nett. Bisschen in der Sonne gesessen, gequatscht, die Bands gehört und so. Aber jetzt bin ich auch dann und bin gespannt auf nächste Woche, weil die auch sehr voll wird. Ich arbeite ja auch nur wieder 3 Tage, dann geht es zum Vorentreffen und so. Ja, mal gucken. Ich glaube, das wird ganz schön. Ich sende euch auf jeden Fall ganz viel positive Energie für nächste Woche. Ihr rockt das und wir sehen uns dann am Mittwoch in einem neuen Video.